Ein Vollzeitkurs im Sommer ohne Vorwissen. Ist das ausreichend, um im Steuerberaterexamen erfolgreich zu sein? Mit der Frage wollen wir heute mal uns gemeinsam auseinandersetzen, denn einige Prüflinge haben die Geisteshaltung. Aktuell ist es relativ schwer vor der Freistellung, noch viel, was auf der Arbeit zu erledigen ist. Und ach, bald habe ich ja die Freistellung und meinen Vollzeitkurs, dann nehmen wir eh nochmal alles von A bis Z durch. Das, was ich jetzt gerade mache, ist so ein bisschen nice to have. Und der Vollzeitkurs, der Sommer, wird das Ganze dann schon regeln. Ist das wirklich ausreichend? Welche Gefahren lauern da und was hast du unter diesen Umständen konkret in deinem Kurs zu erwarten? Das in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Ist es wirklich ausreichend, ohne Vorwissen in den Vollzeitkurs reinzugehen und dann realistischerweise das Steuerberaterexamen zu meistern, erfolgreich zu meistern? Mit der Frage wollen wir uns jetzt auseinandersetzen. Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESH Examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam unserem Team durch unser individuelles und ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept, dass auch du dein Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst. Und dafür ist natürlich jetzt die Frage, wenn du dich für den Weg entscheidest, okay, ich möchte einen Vollzeitkurs machen, warum auch immer, ist eine andere Frage, ob das generell sinnvoll ist. Da haben wir auch schon viele Inhalte zugebracht. Bei Rückfragen dazu gerne Bescheid geben. Und ansonsten müssen wir uns jetzt mal mit der Frage auseinandersetzen, ob man ohne Vorwissen eine realistische Chance hat. Rein vom Kurskonzept her würde man auf dem Papier sicherlich sagen, ja. Wieso? Weil das ist die Aussage von den meisten Vollzeitkursen, der ganze Stoff wird inklusive Grundlagen nochmal komprimiert vermittelt. Das heißt, da wird dann je nach Kurskonzept gesagt, am Anfang machen wir nochmal Grundlagenwochen, wo wir das alles nochmal intensiv durchgehen werden und dann kommen erst die Vertiefungstage etc. etc. Das heißt, auf dem Papier sagt der Kursanbieter zumindest, okay, hier, das passt schon, wir machen das alles nochmal. Die Realität sieht dann aber ein Stück weit anders aus, weil nur ein Thema mal anzuschneiden, ein Thema mal angesprochen zu haben, heißt ja nicht, nur weil du das entsprechend kurz gehört hast oder in den Unterlagen dazu etwas findest, dass du dann entsprechend diese Informationen auch richtig arbeiten kannst, die richtig aufnehmen kannst und auch so verinnerlichst, dass du damit auch dann in den Klausuren zur Anwendung kommst. Und wenn du in dieser Situation bist und jetzt noch ein paar Wochen, vielleicht Monate, je nachdem, wann dein Kurs losgeht, Zeit hast und du unsicher bist, dann mach dir doch mal die Mühe und frag bei deinem Kursanbieter explizit nach, ob du ohne Vorwissen den Kurs guten Gewissens so besuchen kannst und das ausreicht, da mitzukommen und dann erfolgreich damit zu arbeiten. Bin ich auf die Antwort gespannt. Viele Kursanbieter, wenn du mit denen tiefer ins Gespräch kommst oder zwischen den Zeilen liest, die sagen auch, ja, es ist Voraussetzung, dass du vorher was getan hast. Du kannst hier nicht einfach bei null starten, 3 Monate, 4 Monate vor dem Examen. Das ist so ein bisschen aber die Geisteshaltung, weil auf dem Papier macht man ja die ganzen Sachen. Und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Trugschluss. Das größte Problem dabei ist, dass, wenn wir hier auf die Punkte draufschauen, du extrem wenige Zeiten einfach fürs Eigenstudium dort zur Verfügung hast. Was bedeutet das konkret? Nun, selbst wenn dein Kurs selber nur bis nachmittags geht zum Beispiel oder frühen Nachmittag, sagen wir mal, und du noch laut Plan Zeit zur Verfügung hast, du musst begleitend generell schon Aufgaben erledigen. Praktische Anwendungsfälle, dass du Übungsaufgaben machst, vielleicht sozusagen Klausuren noch schreiben oder Teile von Klausuren, Hausaufgaben, Klausuren, Übungsaufgaben, etc. Das heißt, die Zeit ist eigentlich schon vergeben. Wenn du jetzt aber 5, 6, 7, 8 Stunden am Tag im Kurs drin sitzt, ohne Vorwissen, was meinst du, an wie vielen Stellen du aussteigen wirst in der Stoffvermittlung? Und die gilt es ja dann entsprechend nachzubereiten und diese Zeit hast du eben nicht, auch wenn der Kurs nur bis mittags, nachmittags geht. So offen und ehrlich musst du selber sein, dass du erkennst, okay, habe ich gar kein Vorwissen, auch wenn ich am Anfang über Grundlagenthemen spreche, vom Tempo her, dann werde ich nicht genug Zeit haben, meine persönlichen Probleme so vernünftig aufzubereiten, da wo ich aussteige. Und das wird verdammt häufig sein, wenn wir vom Durchschnitt ausgehen. Natürlich gibt es immer vereinzelte Überflieger, die vielleicht mehr aufnehmen können als jemand anders. Aber wenn du dich eher sozusagen zur breiten Masse oder zu den 80% und nicht zu den absoluten Top-Performern selber zählst, dann musst du das auf jeden Fall erwarten, dass die Zeit extrem knapp ist, sowohl was die einzelnen Tage anbelangt, als auch im Großen und Ganzen. Denn
um diesen Anspruch zu haben, ja, wir vermitteln den ganzen Stoff von A bis Z inklusive Grundlagen in so komprimierter Zeit. Wenn das so komprimiert ginge, warum sollte man sich dann generell über ein Jahr, anderthalb Jahre vorbereiten, wenn das der easy way to go ist? Diese Frage musst du dir ganz offen einfach selber stellen und da auch sozusagen mal offen mit dir ins Gericht gehen und sagen, okay, erkenne ich jetzt selber, dass das nicht der smarteste Plan ist und ich kann dir nur jetzt schon mal zwischendurch die Empfehlung geben, wenn das dein bisheriger Way to go gewesen ist oder deine Planung gewesen ist, nimm das ernst und nutz die Zeit, so viel in der Breite wie möglich vorher noch zu machen. Sowohl was Methodik in der Nachbereitung der Klausuren anbelangt, Klausurroutine, aber vor allem auch bei den Themen. Weil je besser oder erst wenn du wirklich die Themen schon gut verinnerlicht hast, wirst du bei dem Tempo generell Schritt halten können. Denn das Tempo selber in den Kursen, um diesen Anspruch in 15, 16, 18 Wochen, egal wie lange dein Kurs geht, wirklich hinzubekommen, ist ein Höllentempo, wo eben gar nicht dieser Raum besteht, jeden einzelnen Gedankengang so nach oder darzustellen, dass du es auch verstehst, wenn du eben das Vorwissen nicht mitbringst. Und Vorwissen ist natürlich ein sehr unspezifischer Begriff, wo man auch sagen muss, nur weil du im Kurs Samstag vielleicht drin saß und mal zugehört hast, heißt das nicht, dass du jetzt Vorwissen irgendwie mitbringst, was ausreichend ist. Du wirst auch Klausuren schreiben regelmäßig in den Kursen, das heißt, die sind häufig mit integriert, wo du natürlich dann auch dahingehend schon mal Anwendungsfälle und so weiter gesammelt haben musst und vor allem auch die Methodik, wie eben schon gesagt, der Nachbereitung gemeistert haben musst, weil du hier natürlich dann direkt mit den Sachen konfrontiert wirst. Und das nächste Problem, was auch mit der Zeit zu tun hat, ist, die Kurse planen zwar Klausuren ein, haben auch vielleicht eine Klausurbesprechung, aber die haben keine Zeiten eingeplant und das kontrolliere mal gerne für dich, für deine eigene Klausurnachbereitung. Und da musst du dir wirklich nochmal vergegenwärtigen, eine Nachbesprechung mit dem Dozenten, der die Lösung manchmal nur vorliest, manchmal ein bisschen was darüber hinaus sagt, ist keinerlei Klausurnachbereitung. Was sind deine Probleme? Was sind deine Schwerpunkte? Was musst du aufbereiten? Und diese Zeit ist schlicht und ergreifend einfach nicht eingeplant, steht nicht zur Verfügung. Und das ist ein Riesenproblem, egal ob mit Vorwissen oder ohne. Ohne bist du dann natürlich noch mehr aufgeschmissen, weil die Zeit letztendlich dann doppelt und dreifach gegen dich ist, weil die von vornherein gar nicht eingeplant ist. Und der nächste Punkt, der natürlich da auch noch wieder mit reinspielt, ist, wie hier unter dem Motto einfach fairerweise man sagen muss, du kannst zwar sagen, wir machen den ganzen Stoff, dann ist häufig aber eine Aussage nachher von den Dozenten, ja, die Themen bitte auf Seite 80 bis 120 nochmal selber im Skript nachlesen und man steht davor und sagt, wie soll ich das jetzt alles heute noch durcharbeiten, ist das wichtig, was ist davon wichtig, ich kann es hier nicht, gar nicht die Zeit, nochmal ein Skript durchzuarbeiten. Die haben wir jetzt nicht geschafft, ist nicht so wild, können Sie sich angucken. Ja, Sie haben ja die Unterlagen. Sinngemäß wird das häufig die Aussage sein, weil man entweder dann zu viele Fragen hatte, das Tempo nicht einhalten konnte aus Dozentensicht, etc. ist auch schwer bei der Aufgabe, muss man sagen. Und dann bleiben halt sehr, sehr viele Punkte offen. Oder du hast einfach selber zu viele Fragen und das ist einfach dann ein Zeitproblem, was du hier einfach innerhalb dessen nicht gelöst bekommst. Und das Fazit davon ist dann letztendlich, dass du dir nach den ersten 2, 3, 4 Wochen, wenn du mir nicht glaubst, schreib das einmal auf, trag dir das mal in den Kalender ein, nach 3, 4 Wochen, wenn dein Kurs sozusagen soweit ist. Und dann kannst du gerne mal darunter kommentieren, wie es bei dir gerade ausschaut, wenn du da drunter fällst, ob du dir die Zeit, die du jetzt gerade verschwendest mit dem Mindset, dass du sagst, ach, ich habe das ja nochmal alles und Arbeit ist jetzt gerade wichtiger und ich brauche keine Examensvorbereitung, weil ich mache das alles noch, ob das wirklich so eintritt oder ob du komplett überrollt wirst. Und so offen und ehrlich muss man einfach sein. Der Berg wird dann von Woche zu Woche größer werden und da werden sich Themen anstapeln, selbst mit Vorwissen ist das schon häufig ein Prozedere. Ohne Vorwissen ist der Berg generell schon größer, wird noch viel, viel größer werden, weil du viel weniger mitnehmen wirst und dann wirst du, wenn du zu diesen Kandidaten gehörst, eben sehr, sehr häufig einfach im Laufe des Kurses überrollt, wo du dann den Anschluss komplett verlierst, die Motivation verlierst und das ist halt für deinen Examenserfolg echt nicht gut, um das mal so zu formulieren. Und deshalb kann ich dir nur die Empfehlung mitgeben. Ich hatte jetzt auch gerade wieder ein Gespräch mit einer Kundin, die gerade neu zu uns gekommen ist, in einer ähnlichen Situation, wo man dann sagen muss, okay, wenn du dich für diesen Weg Vollzeitkurs entschieden hast und jetzt noch 2 Monate hast, dann ist wirklich höchste Eisenbahn, die Zeit noch zu nutzen, um dann in so einem Kurskonzept halbwegs bestehen zu können, insbesondere, wie gesagt, Methodik aneignen, erste Routine gewinnen, um da nicht bei Null starten zu müssen und dann in der Breite bei den verschiedenen Themen so viele Anknüpfungspunkte wie möglich zu bilden, um damit letztendlich ja, eine halbwegs vernünftige Basis zu schaffen, ist immer noch nicht
das Konzept, was ich dir empfehlen würde, das Konzept, was erfolgsversprechend ist. Da sind noch viel, viel mehr Lücken konzeptionell, die wir jetzt hier nicht alle in dieses Video reinpacken wollen, die einfach da auf dich warten und das natürlich für deinen Examenserfolg nicht positiv ist. Wenn du dabei von der Planung her, insbesondere für die nächsten Wochen bis dahin und auch Kurs begleiten, gerade wenn es darum geht, ich schaffe nicht mehr alles, wo muss ich meine Schwerpunkte setzen, was kann ich weglassen, wo muss ich mich jetzt drauf konzentrieren, was ist der Way to go, gerade auch was Pausenmanagement anbelangt, ist auch überhaupt nicht eingeplant hier an der Stelle bei den meisten Kursen, weil die Zeit dann eventuell für Nachbereitungstage zur Verfügung stehen, alle 2 Wochen mal einen Tag, aber das wollen wir jetzt gar nicht mehr weiter vertiefen. Das sind die wichtigsten Fakten. Wenn du dabei Unterstützung benötigst, dann lade ich dich wie immer herzlich dazu ein, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu melden, wo wir dir aufzeigen können, was die für dich konkreten Probleme sind, je nachdem, in welcher Situation du bist, wie du das Ganze angehen kannst, worauf du jetzt achten musst in der Phase und wie du für dich in deiner aktuellen Situation noch das Maximum herausholen kannst. Ansonsten reflektier das sorgfältig, geh in dich, schau, was du da noch rausholen kannst. Die grundsätzliche Haltung, ach, das wird schon alles und bis dahin mache ich nicht so viel, ist nicht das Erfolgsrezept, um im Steuerberaterexamen erfolgreich zu sein. Deshalb komm in die Puschen und versuch hier nochmal Gas zu geben vor dem Kurs. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.